Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Dudorino mit den neuesten Patch-Updates für euch live endlich mal wieder auch auf YouTube. Und zwar war es jetzt eine längere Zeit, wo es kein Update gab. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass ich kurzzeitig eine Pause hatte wegen persönlicher Probleme, die in meiner Familie stattgefunden haben. Aber jetzt geht es ganz normal weiter. Wir müssen eine Menge nachholen. Es fängt wirklich vom 20.04. an. Dort war das letzte größere Update. Da ist die neue Map Silent Square rausgekommen, auf der ihr zurzeit immer noch 50% Bonus XP und GP bekommt, wenn ihr es zockt. Des Weiteren seht ihr schon beim Server, dass der globale 2-Server, der Crouch-Spam-Test-Server, jetzt erstellt wurde. Der soll eben gegen das Crouch-Spam vorgehen. Und wenn ihr dort auf dem Server spielt, bekommt ihr 50% Bonus XP und GP gleichzeitig. Was cool ist. Und wenn ihr euch irgendwo einläuft, wir nehmen jetzt mal einmal hier den Channel 2, stellt ihr fest, dass in meinem Charakter, ihr habt keine Gratis-Waffen mehr. Und das wurde nämlich ersetzt. Ihr findet jetzt beim Auftrag, wenn ihr auf Aktualisieren geht, könnt ihr dort eure M16A3 und eure M92FS verbessern. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr die Veteranenwaffe habt, kriegt ihr dafür jetzt den Tomahawk permanent oder eben hier die Minimi permanent, wenn ihr die Pistole eintauscht. Die M416 Kamo gibt es dort auch. Das ist ja meine Lieblingswaffe. Die T2 könnt ihr dort herbekommen. Und das gleiche ist, wenn ihr die M16 verkauft. Bekommt ihr eine MAC 10, immerhin. Eine PSG-1, das ist jetzt nicht so praktisch, aber hier eine Minimi-Camo sogar noch und XM-8 kriegt ihr dort für permanent. Dort könnt ihr quasi eure alten Sets-Waffen eintauschen, wenn ihr sie dann nicht mehr haben wollt. Und die kann man auch relativ gut wieder verkaufen, also es ist gar nicht mal so schlecht. Kann ich euch nur mal empfehlen, definitiv reinzuschauen und dort eure Waffen umzutauschen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die ganzen Standardwaffen, ich habe mit denen zocken die meisten ja eh nicht mehr. So gesehen ist es definitiv zu empfehlen. So. Das war es auch von dem Update. Wie gesagt, die neue Map, die werden wir vielleicht doch irgendwann mal gemeinsam erkunden. Hier sehen wir schon, Silent Square sieht relativ interessant aus. Vielleicht zeugen wir da mal eine Runde drauf, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir haben ja heute den 12. Heute und morgen, also am 12. und am 13. gibt es nochmal auf allen Servern 200% Bonus XP und GP. Also macht euch fleißig ran, zockt ein paar Runden. Lohnt sich definitiv zum Leveln und um ein bisschen GP zu farmen. Kann ich euch nur empfehlen. Auch vom 11. bis zum 18. gibt es ein kleines Event, was sich definitiv lohnt. Ist auch simpel, ihr müsst nur 10 Kämpfe erfolgreich abschließen. Ich weiß nicht, ob das gewinnt. Geht also mal aus, ihr solltet 10 Siege erreichen. In, ja, ich denke mal Eliminierung oder irgendwas. Modus ist egal, ich glaube nur Fireteam und Quarantäne zählen nicht dazu. Und dann kriegt ihr als Belohnung ein, also 7-mal das Singleplayer Gold Ticket. Damit kann man auch relativ gut GP fahren. Und 7 Respawn-Tickets, 7 Tage das Arms Race Gold-Paket, also dieses Ticket, und das 7 Tage Striker und Crusher-Mutter gehen. Also auch hier definitiv zu empfehlen, einmal dort die 10 Kämpfe abzuschließen. Es lohnt sich definitiv. Jetzt kommen wir noch mal zum Shop-Item. Dort ist eine Menge reingekommen, deswegen müssen wir mal durchgehen. Es gibt jetzt die Supplicate Myst Sniper, dort bekommt ihr eine Goldrang Sniper permanent raus, definitiv. Dann gibt es noch die, ach Gott, was war es jetzt noch? Ja, dann gibt es noch das ganze Israel-Zeug. Das seht ihr schon, die G36 müsste noch eine Reconvest geben und das Bandana haben wir hier. Und Reconvest müsste auch noch sein. Das Ganze ist jedenfalls vom 11. bis zum 17. drin. Auch wenn ich die Reconvest, ach, da haben wir sie. Reconvest gibt es auch hier natürlich für permanent zu kaufen. Also das kann man sich definitiv empfehlen. Dann haben wir noch vom, wann war es, vom 4. bis zum 31. ist die Mystandy Beauty-Truhe und die ganzen Europa-Sachen, also dieses Modular-Backpack, Europamanns Green Barrett und das Europamanns-Paket könnt ihr dort quasi permanent euch holen, bis zum 31. noch. Ist alles ganz praktisch. Es gibt auch noch die Myst-Handy, wenn ich die ihn finde. Dort gibt es permanente Pistole bzw. Nahkampfwaffen drin. Wo haben wir sie denn? Ich habe sie wahrscheinlich schon 5-mal daneben gescrollt, aber ich finde sie gerade nicht. Praktisch. Ja, auf alle Fälle, die kostet auch nur, wie teuer war sie denn? 12.200, warum finde ich die nicht? Moment, wir suchen sie einfach mal an. Nicht das hier schenken, wir wollen Handy. Nicht Yandi, Handy. Hört meine Tastatur. Eigentlich sollte es sie aber noch geben. Die Myst Handy. Vielleicht haben sie auch dummerweise schon wieder rausgekommen, aber die hätte eigentlich noch länger drin sein sollen. Die Myst Europa ist es nicht. Die gibt es nämlich auch einfach nur so. Ja, und auf allen Entwicklerpaketen über 20% Rabatt, aber bis zu 20%, also teilweise sogar ein bisschen mehr. Gut, bin mir nicht.
Hätte eigentlich noch die Myst Handy geben sollen, wahrscheinlich haben sie die rausgenommen, könnte denen ein Fehler passiert sein. Am Shop gibt es auch einige Sachen, Alter, könnt ihr mal ruhig vorbeischauen. Und dann gibt es für die ganzen großen Zocker auch noch ein Event, das heißt für die ganzen GOAs, Generals of Armies, gibt es auch ein Event. Dort müsstet ihr auch schon den Server gesehen haben. Wo war er denn? Sollte extra da. Den GOA Hero Server gibt es. Man muss Rang GOA haben, also da werden nicht viele von uns wahrscheinlich draufkommen. Das Event ist vom 11. bis zum 18., bezieht sich auch nur auf diesen GOAs Hero Servers. Dort auch nur auf der Map Killcreek in Elimination, Pro VIP, Pro Elimination, VIP Elimination, ich hasse das Wort. One Man Army, Last Man Standing und Arms Race. Für diese ganzen Spielmodi und nur auf Killcreek zählt das Event. Und es gibt dort mehrere Kategorien. Und zwar gibt es einmal für die meisten Kills. Wenn ihr dort das gewinnt, kriegt ihr eine Myst Heavy plus eine Myst Assault. Dann, wer die meisten Headshots hat in der Zeit, kriegt eine Myst Sniper plus eine Myst Handy. Wer die meisten Ultra Kills hat, bekommt 5 Myst Weapon 1 plus 5-mal Myst Gear plus eine Myst Heavy. Und die meisten Sieger bekommt auch nochmal 5-mal die Myst Weapon, 5-mal die Myst Gear plus die Myst Sniper. Des Weiteren kriegt immer der erste von jeder Kategorie 5 Rabattcoupons für ein X 5x 9500. Der zweite kriegt 3 davon. Der dritte kriegt 1. Und das gilt für alle Kategorien natürlich. Zusätzlich noch 7 Tage Hauser, Elimination, Eliminator, Silver Skull plus Gold Skull plus Model 1887. Und ja, irgendwie gibt es dann noch so ein schönes Banner für die Sieger, was dann vom 25.05. bis 8.06. zu sehen sein wird. Und ich habe ja die ganze Zeit 5 vorgelesen. Damit sind natürlich die neuen Quintuples gemeint. Pentuples. Also da kriegt ihr quasi 5 hiervon, 5 davon. Ist einfach 5-mal die Packung. Ich weiß nicht, wann man die Pentuple nennt. Aber ja, die gibt es auf alle Fälle zu gewinnen. Ist auch mal gut, dass mal wieder was für die etwas Größeren gemacht wurde. Für die Kleinen gibt es ja auch eben das Event mit den 10 Siegen. Da werde ich mich auch gleich mal ranmachen. Aber ganz wichtig, guckt wirklich nach, dass ihr nicht hier, sondern hier eure M16 A3s umtauscht. Das ist definitiv für alle relevant, sowie die 10 Siege heute und natürlich die 200% Bonus XP und GP sind auch nicht ganz so zu verpassen. So gesehen, macht euch ran, zockt mal wieder eine Runde, ich werde es auch machen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst ein Like da, ich freue mich drüber und bis dann, macht's gut, euer Deodorino, ciao!